got here and they all said, we have a great crowd, we don't have time for the national anthem. I said, yes, we do. We have time for the national anthem, right? Oh, say, can you see? Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zu einem Special, ja so kann man es wohl nennen, denn in Anbetracht der Umstände sah ich mich gezwungen, ein Spielchen zu diesen Umständen zu machen und ja, was soll ich sagen, ich bin begeistert von dem, was unsere Gesellschaft mal wieder fabriziert hat. Mir fehlen die Worte. In jedem Falle, dieses Spiel gibt es gerade auf Steam. Es ist auf 1,50 Euro reduziert. Es ist super bewertet. Strategie, Satire und ich glaube, es könnte ziemlich, ziemlich lustig werden. Ich gehe jetzt einfach mal auf Playgame. Eventuell beziehe ich dann noch eine Stellung zu der ganzen großen Sitcom, wie man sie wohl nennen könnte. Aber jetzt spielen wir erst einmal. So. Hören wir unserem Manne zu, würde ich sagen. Ja, witzigerweise hattest du damit recht. Okay. Here is where we borrow money or eventually pay off our debt. Okay, dieses ist da oben. Hier unten links redet Trump immer mit uns. It's time to make America great again. My first priority is your president is to secure... As your president is to secure our southern border with a wall. Natürlich, die Mauer, wer kennt sie nicht? Jetzt ist mir das deutsche Wort für Wall nicht mal eingefallen. And who is going to pay for that wall? Mexico. I have a plan. I have the best plans. And step one is to take out a loan from the globalists. Don't worry, they'll be unknowingly funding their own demise. Klar, so läuft das. Sind nämlich alle viel blöder als du. Natürlich. Also, wir sind hier der kleine Trumpy. Wir haben die World Map. Ich weiß, die Grafik ist nicht die beste, aber darum geht es auch nicht bei einem 1,50 Satire-Spiel. Wir placen jetzt einfach mal den Finger hier. Und wir haben gerade 50 Billionen gemacht. Those lenders are no babies. They are sharks. They are killers. We need to be careful when borrowing from the big banks. They own the Federal Reserve. When we print money, the world gets angry. Step 2 of my plan is to use this money to build a Keystone Pipeline. Let's start putting money into our own nation for a change. Okay, natürlich, er will verändern. Move Trumps Finger hier. Wir upgraden natürlich Amerika. Und machen eine Keystone Pipeline. Die kostet auch nur 50 Billionen. Kein Thema. Und dann können wir natürlich Öl bohren. Wenn die USA eins kann, dann ist es nach Öl bohren. You will always be able to drill oil or print money if you're in a bind. Just remember, this will increase the anger bar. Now we can produce our own oil. Sadly, most of the world's leaders believe in man-made global warming. The more oil we drill, the angrier they get. Just can't win with these people. Oh well, let's drill some. Because he doesn't give a shit. Eigentlich will ich gerade, genau, in Alaska einmal. Der World Anger hier füllt sich gerade, dieser rote Balken in der Mitte oben. Wenn der voll ist, dann startet ein dritter Weltkrieg. Wir sollten das verhindern. Also, weil dann ist dann Game Over. Ich will schon wieder Englisch reden. Rechts haben wir Schmooze and Threaten Timers. When they are ready, they say ready. Okay. Mexico is going to buy this fresh USA oil and we're going to get them to overpay for it. And they love us for it. They are going to start low, but they've had it easy dealing with Obama. They have no idea what Trump is about to do to them. I will schmooze them to drive their price way up. The price, mal wieder. Ja, ja, energisches Vorlesen und Korrektheit verträgt sich bei mir nicht so gut. Also, wir holden jetzt mal. Für Mexiko, genau. Wir wollen unser Öl loswerden und die dummen Mexikaner mit einem IQ von 50, die kaufen das natürlich total überteuert. Ist klar. Jetzt schmusen wir. Fuck. Ich bin nicht gut in sowas. Hey, look, fellas, you gotta pay up. We love you. You're our friends. We want to take care of you.
Okay, ich find die Zitate immer so mega geil, die sie einblenden. Choose Quantity. Also wir können 3 Billionen Barrels verkaufen für 600 Billionen Dollar. Das klingt ja eigentlich ganz gut, ne? Dann konfirmen wir mal. Build that wall! Build that wall! I'd like to thank Mexico for their kind donation to the cause. What a country! Do we love the Hispanics or what, folks? No more drugs, no more illegal immigration, and our border patrol can now actually do their job. Do we love our border patrol people? We have the best border patrol. So, alle sind glücklich. Once your schmooze are threatened, you'll need to wait a bit before you can do it again. It's a powerful skill. Ach so, okay. Build the wall. Echt jetzt? Wir können jetzt schon die Scheißmauer. Krass. Ach nee, nur ein Teil davon. Okay. Ich dachte gerade, also so leicht kann das ja nicht sein, oder? Okay. That wall looks beautiful. Now it's time to turn our attention inward. I'm so sorry to report that while the border was wide open, ISIS cells have infiltrated our wonderful nation. Obama did not help by flying in thousands of young male refugees either. We need to take our country back. This isn't Europe. We have the Second Amendment. So. Ich würde sagen, alles abschieben. New gear you have unlocked, Desert Eagle. The 45er Kaliber Desert Eagle is the perfect way to exercise our Second Amendment, which we love. We will defeat ISIS. For America! Okay. Da ist schon einer. So ein Terrorist, guckt's euch nur an. Alles verhüllt. For America! For America! Move Donald's Chopper! Ja, hä? Weiß ich doch schon. Hab ich doch alles schon gemacht. Okay. Oh fuck. Was? Was? Ich habe jetzt irgendwie nicht mit einem Minigame gerechnet. Fuck. Aber es ist mega lustig, als ob Trump da jetzt alleine mit einem Helikopter reinfliegen würde und die Flüchtlinge, was ich sage, Alter. Und die Dash-Leute abknallt. So lustig. Irgendwie bin ich auch eher so mäßig im Zielen. Habt ihr gehört, was er geschrien hat? Allahu Akbar. Oh Gott, ich liebe dieses Spiel. Das ist so richtig behindert. Ich treffe halt gar nichts. Ich bin gleich tot. Macht das vielleicht mein Unterbewusstsein, weil... Ja. Ich Trump gerne tot sind. Nein. Ach, was. Niemals. Ich bin jetzt aber echt gleich tot. Und ich habe vielleicht, ich weiß nicht, ich habe kaum welche mitgenommen. Hat sich ja nicht so gelohnt. Aber ich glaube, ich habe überlebt. Echt? 33 Stück? Nee, oder? Okay. Deine Tage sind gezählt! Natürlich, wir haben Geld gemacht, weil Krieg immer Geld gibt. We've expelled those ingrates from our borders. It looks like they ran north to Canada. Na, da stören sie uns nicht. We'll have to take care of that later, since we know Trudeau will be too busy playing dress-up and making sure he doesn't kill his enemies so they don't win. But right now the world is very angry at us. We need to start loving, so we don't start World War III. Wenn wir tatsächlich ISIS gekillt hätten, warum wäre die Welt dann so auf uns? Verstehe nicht. Africa has a food crisis. Food, nicht fruit. Food crisis. Let's help them out. Natürlich, das ist gar nicht heuchlerisch. Voll die gute Idee. Little icons appear from time to time. These represent times of crisis. Sending help in the form of the resource they need is the best way to reduce the world anger bar. Natürlich, gut Menschentum geht immer. Until you unlock the nav system, it costs 2 of the given resource. Okay. Ja, wir geben Afrika natürlich Futter. We will be a country of generosity and warmth. Alter, die Zitate. They are killing me. Wirklich.
When we send help to country, they will love us for it. The higher countries love for America, the more they'll be willing to pay when we sell to them. My team gives me up-to-date info on each country. Bringing up the info screen will show me pint-size prices, love fear of America, gear, unlock quest, population and standing. Oh, Russland, guckt mal, Putin, der den Bären reitet. Ich liebe das Bild. You'll want to get used to reading the screen quickly. The world market is constantly changing, and the faster you can analyze the buy-sell rates, the more money you'll be able to make. Okay, also wir haben es mit einem flexiblen Weltmarkt zu tun. Macht ja auch Sinn. Und falls es euch noch nicht aufgefallen ist, die National Debt steigt natürlich unaufhörlich. Also zumindest war das vorhin so. So, jetzt gucken wir mal. Wir sollen... Oh! Oh, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Scheiße. Ah, okay. Ich hab wohl Geld gegeben. Ein bisschen. So drei Brotkrümel oder so. The world is no longer angry. ISIS is out and we have a brand new wall. However, the national debt is still out of control. We need to be the globalists at our own game. This nation needs money. And to get it, we are going to start making great trade deals. Buy low, sell high and watch the market. We need to get a treasury up to 1 trillion for some breathing room. Every so often a news alert will come on screen. Will come on screen. Pepe the Frog? Wer zur Hölle ist Pepe the Frog? We'll let you know whether certain goods are rising or falling. Fortunes are made and lost during these times. Wer ist Pepe the Frog? Der Schmusen. Timer geht hoch, aber wir haben nochmal ISIS zu bekämpfen. Ah, jetzt könnte ich mir eventuell die Controls doch nochmal anschauen. Gear locked. Space. Warum sollte ich meine Waffe sichern? Ich baller doch eh die ganze Zeit. Fire Desert Eagle. Ja, ist nicht so schwer. Warum kann ich nicht einfach auf der linken Maustaste draufbleiben? Das ist echt ein bisschen nervig. Oh fuck. Bin jetzt schon hart am Sterben. Allahu Akbar! Ach halt, das soll der nicht schreien. Okay. Danke. Ja, ich weiß, dieses Spiel ist nichts für Leute mit einem gewissen, ja, mit einer gewissen Grenze für Humor unterhalb der Gürtellinie. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass wenn man in dieser Welt einigermaßen glücklich überleben will, dass man dann eigentlich über alles lachen können muss, weil sonst geht man daran ein bisschen zugrunde. Ah, scheiße. Also irgendwie... Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, was ich da einsammle, weil irgendwie wird davon meine Health Bar nicht wirklich higher, finde ich. Scheiße, ich bin gleich... Glaub ich tot. Ah, fuck. Ich hab's nicht überlebt. Nein! Ja, yeah, wir kriegen sie nächstes Mal. Alles klar, Trumpy. Geht in Ordnung. Ja, ich muss das gerade kurz genießen. Diese Verbundenheit zu meinem Land. Ein Traum. Und ich bin der Herrscher. For America. So, For America. Wir werden uns dieses Mal natürlich mehr anstrengen. Und verdammte Scheiße. Wir können das. Ja, ich sollte mich eventuell dieses Mal auch noch ein bisschen aufs Ausweichen konzentrieren. Nicht nur aufs Abballern. Aber, also ich finde, man ist so sehr mit Ausweichen beschäftigt, dass man wirklich nicht aufmerksam zielen kann. Also ich kann eigentlich nur... Alter, was geht? Kann eigentlich nur irgendwo hinschießen, wo ich die Dinger vermute, weil ich eben die ganze Zeit auf deren... Was sind das überhaupt? Pfeile? Achten muss.
dann gleich wieder tot. Scheiße. Nein! Shit. Aha. Ich flüchte gerade mehr als alles andere, ich weiß. Und ich bin gleich wieder tot. Alter, wie viele sind das noch, verdammte Scheiße? Das ist ja total übertrieben. Bin voll überfordert. Scheiße. Ich kann nichts gegen Dash ausrichten. Was mache ich jetzt? Oh. Was ist passiert? Jetzt hat sich auf einmal die Auflösung vom Spiel verändert. Kann man machen. Ich hoffe, ihr kriegt das nicht so arg zu spüren. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt noch die einzelnen Länder anschauen und was man da eventuell noch machen kann, mache ich jetzt erstmal einen Cut, weil ich Durst habe. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao, ciao.